Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Gothic 2, die Nacht des Raben, wo wir gerade auf dem Weg zum Pass ins Minental sind. Und ich weiß nicht, die Eber greifen uns an. Verdammt. Lalalala. Ich habe vergessen, den Bogen zu ziehen und die anzugreifen. Kommen die jetzt immer noch nach? Nein. Das machen wir dann nochmal. Und holen uns ein bisschen Futter. Au. Einmal wieder was abbekommen, aber ist ja nicht schlimm. Bekommen dafür... Keilerfell. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, seht ihr vielleicht jetzt gerade eben, wenn man... das habe ich weggenommen. Wenn man den Baum da als Hintergrund hat, dann sieht man die Felle nicht, weil die so dunkel sind. Das ist mir sowieso bei ganz vielen Spielen passiert mir das. Bestes Beispiel bei Minecraft, wenn man da ein Interface hat, was irgendwie... leicht hölzern ist und dann nimmt man Holz auf. Dies ist ganz toll. Man sieht nämlich das Holz dann nicht, weil das im Interface quasi einfach verschwindet. Da will ich nicht so nah vorbeigehen, da sind ganz viele Lurker. Da rechts ist noch ein Keiler, das finde ich schön. Hallo? Achso, ich habe W gedrückt statt die 2. Das ist natürlich sehr günstig. Was ist da links? Scavenger ist auch schön. Also wir kommen uns hier doch ein bisschen zur Jagd jetzt auch. Das ist schön, das gefällt mir. Oh, ich sollte dringend was essen. Wow. Warum auch immer ich die jetzt nicht getroffen habe. Essen, essen. Wir haben wieder Dunkelpilze bekommen, das ist natürlich schön. Die wir natürlich auch fleißig futtern werden. Und dann ist Butter Fleisch hinterher. Das ist das Einzige, was in dem Spiel ein bisschen doof ist. Dass man halt immer futtern muss, um sich wieder zu heilen. Vor allem, ihr müsst bedenken, wir kriegen ja mit der Zeit immer mehr Leben. Das heißt, je länger das Spiel dauert, desto mehr Essen braucht man, um sich zu heilen. Am Anfang ist es jetzt mit so ein bisschen Fleisch getan. Irgendwann muss man eigentlich Tränke trinken, weil man sonst nicht in absehbarer Zeit sich hochheilen kann. Aber das ist, glaube ich, bei allen Rollenspielen so. Und ich merke, bei mir ruckelt es. Also es wirkt so ein bisschen ruckelig gerade. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, ob ihr das auch seht. Aber es ist irgendwie... Scavenger bringen mehr Erfahrungspunkte als die Keiler. Cool. Wusste ich gar nicht. Aber mir ist gerade ein bisschen rucklig. Shit. Und der kommt auch noch weiter in meine Richtung. Da ist noch mehr Leute. Ich finde das hier nicht schön. Hier hoch. Der geht einfach, der nimmt die Brücke. Ist ja geil. Ich will nach da drüben. Da geht er nach rechts. Ich glaube, wenn ich da einfach dran vorbeilaufe, dann könnte das was werden. Übrigens, falls euch wundert, warum ich den Bogen drin lasse, das ist einfach auch so ein Trick. Solange ich den Bogen drin habe, sehe ich alles, was vor mir ist, auch auf Distanz. Das heißt, wenn jetzt irgendwo irgendwas auftaucht, wird mir das sofort oben die Leiste angezeigt und sofort auch der Name mitten in der Wildnis angezeigt. Es gab zum Beispiel nichts vor uns. Da links zum Beispiel ist die Miliz. Da Rick wird mir sofort angezeigt. Oder halt Rumwold. Und um die beiden soll ich mich auch noch kümmern. Das wird zwar lustig, aber... ja. Die quatschen mich auch nicht an. Sollte ich hier nicht auch irgendwas machen noch? Bauer, Bauer. Uninteressant. Ich wollte erstmal mit den ganzen kleinen Leuten hier reden, bevor ich mich an den Bauern selbst wende. Falls hier irgendwas interessant ist, zum Beispiel der Schäfer da. Ach ja, ich muss mit dem Weidenplateau ja noch abklären. Alles klar? Alles klar? Noch ein Tagelöhner, der nicht weiß, wohin? Kein Problem. Red mal mit unserem Bauern Bengar. Ich bin kein Tagelöhner. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Das war noch schon vorher klar. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche.
Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Wem erzählt er das? Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Cooler Typ, muss ich sagen. Guck mal, wo wir mit den beiden da vorne... Oh, den beiden, gut, den 4 da vorne noch reden können. Oder war hier... Waren wir ja schon mal? Nee, aber... Wie sollen wir hier gewesen sein? Ich bin hier gerade erst hier angekommen. Bauer, Bauer, Bauer. Und Bauer. Okay, dann auf zum Bauern. Und dann mich um die Miliz kümmern, wie auch immer ich das mache. Und dann geht's nochmal zurück zu den Söldnern, fällt mir gerade ein. Das ist natürlich doof, da muss ich wieder hin und her laufen. Egal. Venga. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die Onam ja aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Aber der scheint ein guter Jäger zu sein, zumindest hat er einen schönen Bogen. Ist hier in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Also den einzigen, den wir hier mit Namen hätten finden können, der ist weg. Toll. Ich fand es übrigens gerade sehr geil. Ist hier irgendwas Merkwürdiges passiert? Hier ist etwas Merkwürdiges passiert. Also diese Betonung auf diesen Merkwürdigen. Ich habe doch nach merkwürdigen Sachen gefragt, sonst... Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Bardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Ja, das stimmt. Wir haben ja schon oft welche gegessen. Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Okay. Übrigens wegen dem Fleischschwanzen in Gothic 1 habe ich sehr viel gegessen. Hier habe ich, glaube ich, noch keine gegessen. Können wir mal gerne nachher mal machen. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Was mich total daran stört, ist, der Kord hat ja irgendwie gesagt, die würden einen vielleicht irgendwie einfach ranlassen, weil man ja noch unschuldig aussieht. Ich bin da mal hingelaufen, um halt hier hinzukommen, wo wir gerade sind, als Test und habe einfach voll aufs Maul bekommen und das überlebt man nicht. Also, ich habe mich dann da ein bisschen umgeguckt, aber indem ich ein bisschen rumgecheatet habe, aber im Endeffekt dann sein gelassen und ja. Hatten Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich
Ja, das ist eine gute Frage. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen. Eine Waffenlieferung. Und wieder ein von Stimmt. Diesen Jetzt, wo du es sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Die haben echt Probleme, eine Blutfliege zu erledigen. Krasser Scheiß. 4 Mann auf eine Blutfliege. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Greifen die jetzt da hinten einen Lurker an oder haben die noch eine Blutfliege gefunden? Langsam wird es mir suspekt. Ich gehe da gerade mal hin. Nicht, dass da jetzt gleich alles tot liegt und also sowohl Viecher als auch Bauern. Das wäre nicht so schön. Ja, sag ich doch. Aber die Bauern scheinen das zu überleben soweit. Ah, da ist der erste Lurker tot. Ich finde es nur doof, dass die jetzt meine ganzen Viecher kaputt machen. Ein Mistvieh weniger. Ah, ups. Schon wieder eins von diesen Biestern. Na geil, jetzt bringen die hier alle Lurker um und gehen dabei wahrscheinlich noch selbst drauf, alle. Ich versuche dann nochmal ein bisschen mitzumischen. Ja, okay, der einer von denen haut wohl richtig zu. Natürlich ist es schön, dass die, dass wenn wir irgendwann die besiegt haben hätten können, hätten wir vielleicht ein paar hundert Erfahrungspunkte bekommen. Nicht echt, oder? Machen die jetzt eine Jagd nach der anderen, oder? Das ist halt das, was ich meine mit Gothic und Bugs und so. Okay, der ist einfach weg. Weiß nicht. Die anderen gehen da jetzt wahrscheinlich auch noch hin. Ich kann natürlich gerade gucken, ob der Bauer hier noch irgendwo liegt und den ein bisschen ausnehmen. Lurker. Das waren ja 4 Bauern ursprünglich. Da liegt was. Nein, Blutfliege, okay. Also die haben hier gerade ordentlich aufgeräumt, ganz ehrlich. Und es geht direkt. Das gibt's doch nicht. Na, dann kann ich jetzt auch hier das mal gerade mitnehmen. Rostiges Schwert ist jetzt nicht so geil. Ich laufe lieber weiter, weil ich habe schon wieder Lurker gehört, die sich an mich ranschleichen wollen. Ah! Und ich glaube, die Bauern sind auch mittlerweile alle tot. Fuck. Scheiße. Wo habe ich gespeichert? Oh Gott. Ja. Was mache ich denn jetzt? Den ganzen Weg nochmal laufen, den ganzen Quatsch nochmal machen. Ja, mache ich wohl. Aber das mache ich offscreen, damit ihr damit jetzt nicht belastet seid. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder hier bin. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder hier bei Benga, keine Ahnung was. Kurz Zusammenfassung, ich bin hier hingelaufen und ich habe unterwegs ein paar Scavenger noch erledigt, die mir im Weg gelaufen sind. Ich musste einen Lurker töten, der mich nicht immer weiter verfolgt hat, der hat nicht aufgehört mich zu verfolgen, das war ein bisschen strange. Dann habe ich die Blutfliegen, die Bauern hier angegriffen haben, vorsichtshalber umgebracht. Dadurch habe ich einen Lurker angelockt, bin mit dem aber weiter von den anderen Lurkern weggelaufen. Der wurde dann von der Miliz getötet. Und damit ist das ganze Problem gelöst gewesen. Das heißt, die Bauern leben noch alle. Es ist ein Lurker jetzt im Endeffekt weg. Und ja, ich hoffe, jetzt klappt alles. Ich habe auch das Gespräch schon mal bis dahin, wo wir waren, gemacht. Und jetzt geht's dann halt weiter. Was hältst du von Ona? Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten.
Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. At least Donar sends some mercenaries now and then to see how we're doing. Das war gerade strange. Das ist anscheinend die englische Synchronisation. Da haben wir ein paar Probleme. Ist uns der Schnaff aufgefallen, dass durch den Mod irgendwie die Synchronisation ein bisschen durcheinander geraten. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da gewesen. Haben wir schon geklärt. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Was? Ich habe Una gesagt, er soll mir ein paar von seinen Söldnern schicken. Das hier ist meine Bewährungsprobe. Na, großartig. Weißt du, was die Milizen mit mir machen, wenn du es vermasselst? Die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren die Abgabe für die Stadt. Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Das ist normalerweise immer ihre Zeit. Sie müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Hey, die sind schon da. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide. Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Sekob soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Na dann. Ihr seid so viele Männer. Warum knöpft ihr euch die Milizen nicht selber vor? Wir sind viele, das ist richtig. Aber wir sind keine ausgebildeten Kämpfer, so wie die Miliz. Ja, die sind auch nicht so doll. Die Miliz soll ruhig kommen. Mit denen werde ich schon fertig. Da bin ich ja mal gespannt. Da vorne kommen sie nämlich schon. Hab ich's dir doch gesagt. Vermassel es bloß nicht. Darf ich vorher abspeichern? Die Miliz hat übrigens länger für den Lurker gebraucht als die Bauern, wollte ich nur mal gesagt haben. Das wird jetzt lustig. Sieh mal einer an, so eine Witzfigur. Was hast du hier zu suchen, hä? Wer zur Hölle bist du? Ich wundere mich über gar nichts. Ja. Nehmen wir mal das. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Du bist ein toter Mann! Okay. Das wird ja jetzt geil. Na geil, gegen zwei Typen und ich mach dem so gut wie keinen Schaden. Die mir aber auch nicht ganz so viel... klar, von hinten war klar. Wie soll das klappen? Klar, ich kann Kord das machen lassen im Notfall, aber es wäre mir lieber, wenn ich es irgendwie so schaffen würde. Ansonsten kann ich gleich einfach zu ihm gehen und dann dürfte die Sache erledigt sein. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Hab ich ganz vergessen. Ja. Was hatten wir gerade? Ich will, dass ihr hier verschwindet. So. Du willst also, dass wir verschwinden. Was passiert denn, wenn wir nicht gehen, ne? Ich könnte sie bezahlen, aber das habe ich eigentlich nicht vor. Das Gold kostet. Dann habt ihr zum letzten Mal den Bauern belästigt. Meine Meinung kennst du. Du nimmst dein Maul ganz schön voll, Schwachkopf! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Ah, nicht den Bauern abschießen. Okay, jetzt hat das wahrscheinlich genauso wenig gebracht. Ich will es einmal gerade testen. Danke für das Gold! Ja, ist gut. Bin ich tot oder lebe ich noch?
Sieht nämlich sehr tot aus. Irgendwie. Ja. Da bewegt sich nichts. Okay, wir kriegen die so nicht besiegt. Das ist nicht schön. Übrigens, den Eisfall habe ich jetzt nicht benutzt, wie im letzten Spielstand. Das heißt, den haben wir noch. Den könnte ich natürlich mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das viel machen wird. Sieh mal einer an! Ja, das hatten wir schon. Können wir ein bisschen. Was passiert, wenn ich niemand sage? Ich bin niemand. Dann geh mir aus dem. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das ist natürlich gut. Einen Zauber habe ich euch reingenommen. Das ist natürlich doof. Mal gucken, ob das klappt. Ich bezweifle es zwar irgendwie, aber wir können es ja mal ausprobieren. Rick. Jetzt kannst du was erleben. Das bringt nicht viel, aber es bringt was. Und tot. Mich wundert gerade, dass der andere mich nicht angreift, deswegen mache ich gerade mal einen neuen Spielstand. Weil ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, gegen den mit Schwert oder mit Bogen zu kämpfen. Das werden wir jetzt feststellen. Ja, ich will rumballern. Jetzt kannst du was helfen. Wobei Bogen scheint doch effizienter zu sein. Allerdings macht mir der mir natürlich dann auch ohne Probleme Schaden. Weil ich nicht blocken kann. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass man blocken kann. Und wir haben sie erledigt. Beide. Grobes Breitschwert. Ja, sonst haben sie aber nicht wirklich was dabei. Nochmal ein grobes Reitschwert und unter mir liegt ein Pfeil. Und der hat auch nichts Tolles dabei. Wir haben zwei grobe Breitschwerter bekommen, die wahrscheinlich gar nichts bringen. Noch nicht mal das Geld. Ist doch 50 wert, immerhin. So, Benga. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Nicht übel. Vielleicht bleibt am Ende des Monats jetzt ja auch mal was übrig. Danke. Gern geschehen. So, es hat geklappt. Dann kann ich wieder da abspeichern. Das mache ich auch direkt, weil nicht, dass wir gleich wieder irgendeinen Scheiß bauen. Und da, beziehungsweise ich. Ihr macht ja gar nichts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hier auf dem Weidenplateau noch etwas umgucken und dann zurück zu den Söldnern und zum Wirtshaus gehen. Und irgendwie ist die Kameraeinstellung anders als sonst. Ich weiß nicht, was los ist, aber egal. Wir sehen uns dann wieder, wenn es auch nicht mehr hoffentlich ruckelt. Also, bis dahin, macht es gut.